An heimischen Hausbewohnern wird man vor allem eine Gruppe unterscheiden. Das sind die sogenannten Gliederfüßler. Und darunter fallen einerseits die Insekten, zum anderen die Milben. Und wenn man sich anschaut, was diese Hausbewohner für Schaden anrichten oder wie sie wirken, dann kann man sagen, es gibt Lebensmittelschädlinge, die sehr oft mit Lebensmitteln eingeschleppt werden. Es gibt Textilschädlinge, die in aller Regel einfliegen. Dann gibt es Hygieneschädlinge, das sind solche, die möglicherweise pathogene Keime, also krankmachende Keime, verschleppen. Und schließlich Lästlinge, das sind alles die Tiere, die durch ihre reine Anwesenheit lästig sind. Ich glaube, ein Insekt, auf den faktisch alle Menschen mit Ekel reagieren, das sind die Schaben. Das ist einmal das Verhalten, das Schnelle und auch der Geruch. Und schließlich können Schaben sogar Allergien verbreiten. Aber ich denke rein, das Verhalten und der Geruch der Schaben, das ist ekelerregend. Und vor allem, sie treten in aller Regel in großen Mengen auf und dann hört das Vergnügen einfach auf. Sie sind wahrlich steinalt, die Schaben. Über 300 Millionen Jahre. Heute kennt man etwa 3500 lebende Arten. Und vermutlich warten viele weitere darauf, von Biologen beschrieben zu werden. Die Schaben, die bei uns in Häusern leben, stammen samt und sonders aus warmen Ländern. Auch die sogenannte deutsche Schabe stammt irgendwo aus dem Orient. Und das erste Modell, was von Linné beschrieben wurde, stammt nun zufällig aus Deutschland, deswegen der Name deutsche Schabe. Alle bei uns in Häusern lebenden Schaben sind alles wärmeliebende Tiere. Sie brauchen Wasser und diese Bedingungen müssen gegeben sein. Und deswegen treten Schaben bei uns vor allem in solchen Räumlichkeiten auf, wo das gegeben ist. Zum Beispiel dummerweise in Krankenhäusern, in Bäckereien, also überall da, wo permanent geheizt wird. Küchen sind für Schaben natürlich ebenfalls ein idealer Lebensraum. Erstens ist es sowieso auch warm, meistens feucht und in aller Regel sind ja noch im Überfluss Lebensmittel vorhanden, das heißt, ihre Nahrungsgrundlage ist gesichert. Ihr weltweites Vorkommen verdanken die Schaben nicht ihrem Lauf-, Flug- oder Schwimmvermögen. Wie die Made im Speck reisten sie in den Frachträumen und Speisekammern der Überseeschiffe. Als blinde Passagiere eroberten sie im Handumdrehen die Welt. Wer dem Treiben allzu lange tatenlos zusieht, wird über die weiteren Fähigkeiten dieser Tiere überrascht sein. Denn genauso schnell wie sie laufen, vermehren sie sich auch. Ein einziges befruchtetes Weibchen reicht aus, um ein Millionenheer von Schaben entstehen zu lassen. Die Entwicklung vom Ei bis zum Erwachsenenstadium kann unter optimalen Bedingungen bereits nach 40 Tagen abgeschlossen sein. In der Regel dauert sie 2 bis 3 Monate. Die Schabe hat damit eine kurze Entwicklungszeit, was sicher auch neben ihrer geringen Körpergröße ein Grund für ihre erfolgreiche Ausbreitung ist. An den Fühlern sitzen nicht nur Tastorgane, sondern auch Sinneszellen zum Schmecken und Riechen. Vom Duft des Weibchens angelockt, nimmt das Männchen die Verfolgung auf. Er will sie mit dem Geruch seiner Rückendrüsen stimulieren und streckt ihr deshalb seinen Hinterleib entgegen. Das Männchen überholt ein Weibchen, hebt die Flügel empor, schiebt den Hinterleib zurück. Das war's. Schaben sind eigentlich vom biologischen her gesehen äußerst interessante Tiere. Sie gehören zu den wenigen Insekten, die Eier nicht einzeln ablegen, sondern in Form einer Oothek, eines Eipaketes mit sich herumtragen. Und gerade im Falle der deutschen Schabe
muss man auch sagen, sie sind ausgesprochen gute Mütter. Sie befächeln diese Eier, sie sorgen für Feuchtigkeit und tragen dieses Eipaket ständig mit sich herum, etwa 3 Wochen lang im Minimum. Und aus diesen Eiern schlüpfen nun die Larven. Die Larven sehen den erwachsenen Schaben sehr ähnlich und haben auch den gleichen Aufenthaltsort. Das ist etwas Besonderes, denn wenn die Larven den erwachsenen Tieren unähnlich sind, sind sie ganz woanders zu suchen. Also Larven und adulte Tiere sind immer an den gleichen Orten zu finden. 16 winzige Schabenembryos entwickeln sich im Schutz dieser kleinen Handtäschchen. Eine einzige Blatta orientalis, die Küchenschabe, produziert in ihrem Leben etwa 20 Ootheken und somit ca. 320 Junge. Schaben sind Allesfresser. Sie fressen auch tote Tiere, auch tote Schaben, gelegentlich auch Artgenossen, die noch nicht ganz tot sind. Danach sind sie es meistens. Die Schaben suchen Spalten auf. Schaben sind sehr flach gebaut und die suchen Spalten und Ritzen auf. Das heißt, alte Häuser mit Schächten und mit dunklen Stellen sind prädestiniert. Moderne OPs natürlich wären auch schon Schaben ungeeignet. Aber gerade alte Gebäude sind ein Eldorado in puncto Wohnung für Schaben. Die Eindringlinge kommen durch Leitungen, Schächte, Türen, Fenster, durch Fugen, durchs Mauerwerk. Selbst durch wärmedämmendes Material können Ameisen, Schaben, Mäuse oder Ratten in eine Wohnung eindringen. Da hilft nur eines, die baulichen Mängel müssen beseitigt, die Luken dicht gemacht werden. Oft aber kann man an der Baukonstruktion selbst gar nichts mehr ändern. Man denke da nur an die Müllschlucker auf jeder Etage in den Hochhäusern der 70er Jahre. Für die Entsorgung des Mülls waren sie recht bequem. Aber unwillkommene Gäste wie Schaben konnten auf diesem Wege selbst die obersten Stockwerke eines noch so hohen Bauwerkes erklimmen. Schaben bevölkern die ganze Welt. 3 Millimeter sind die Winzlinge, nachdem sie die Eikapsel verlassen haben. Sie müssen sich noch 6-mal häuten, bis sie ausgewachsen sind. Die deutsche Schabe ist nicht nur kleiner, zäher und flinker als die Küchenschabe, sie kann auch besser klettern. Haftlappen an ihren Füßen funktionieren ähnlich wie Saugnäpfe. So kann sie auf spiegelglatten Flächen senkrecht nach oben und unten klettern. Ein Weibchen. Leicht zu erkennen an der Eikapsel. Bis 2 Tage vor dem Schlüpfen versorgt die Mutter ihre Embryonen mit Nahrung und Wasser. So lange trägt sie den eingekapselten Nachwuchs mit sich spazieren. Erst dann legt sie ihn ab. Schaben wird man sich in aller Regel mit Lebensmitteln in den Haushalt hineinbringen. Wenn diese Lebensmittel aus einem Betrieb kommen, der nicht in Ordnung ist, sprich Schaben befallen ist, wenn die aus einer Lagerhalle kommen, die Schaben befallen ist, werden in den Lebensmitteln verborgen, entweder Eipakete oder auch unauffällig versteckte Schaben sein und auf diese Weise bekommt man diese Tiere in den Haushalt hinein. Das heißt, gegen das Einschleppen der Schaben kann man sich nicht wehren, wohl aber gegen die Weiterentwicklung im Hause. Hier beginnt die Hygiene.
Dem weltweiten Handel verdanken wir also, dass es kaum einen Fleck auf der Erde gibt, den sich der Mensch nicht mit der Schabe teilen muss. In jeder noch so blitzblank geputzten Küche können Schaben auftreten. Das nennt man Globalisierung. Schaben haben eine Nachtaktivität, das ist sehr auffällig. Unter Tag sieht man die im Allgemeinen nicht. Das heißt, wenn man einen Schabenbefall feststellen will, empfiehlt es sich etwa nachts in eine Bäckerei reinzugehen und man wird hier sein großes Wunder erleben. Und diese Aktivität ist unter Umständen sehr streng geregelt. Ich habe selber einschlägige eigene Erlebnisse auf einem Zeltplatz auf Hawaii, wo es tagsüber für mich nachts von Schaben wimmelte und gegen morgen 5 Uhr waren alle Schaben verschwunden. Also sehr streng geregelt. Man muss diese Nachtaktivität für eine Schabenbefallsfeststellung unbedingt nutzen. Der Kammerjäger ist beim Schabenbefall der Mann, wenn man alleine nicht zurechtkommt. Und gerade bei Schaben ist der Fall eingetreten, wo das sehr oft der Fall sein wird. Wenn man also mit dem Fraßgift nicht klarkommt und auch mit dem Handling dieser Schabenköder, sollte man in diesem Falle wirklich einen Kammerjäger zu Hilfe holen. Das heißt, ein Fachmann, eine Schabenbekämpfung kann unter Umständen recht schwierig sein. Diese Fraßgifte sind erstens äußerst wirksam gegen Schaben und zweitens haben sich bisher bei diesen Fraßgiften noch keine Resistenzprobleme ergeben. Das heißt, das ist das, was man im Haushalt machen kann. Man muss allerdings wissen, es dauert eine Weile. Eine Befallsminderung kann man zwar schon nach 2 Wochen erwarten, bis man die Schaben aber endgültig losgeworden ist, da vergehen Monate. Schaben können ihre tropische und subtropische Herkunft nicht leugnen. Sie bevorzugen feuchte und gleichzeitig warme Verstecke. Wenn in Bäckereien oder Großküchen nicht gearbeitet wird, kann man mit Ködergelen, Köderdosen oder großflächigen Schabenmatten gegen die Schädlinge vorgehen. Eine spezielle Duftmischung zieht die Insekten an. Die Schabenmatte ist zudem mit einem Insektizid imprägniert, das an den Beinen und Fühlern kleben bleibt und das Insekt tötet, sobald es sich putzt. Schaben können Krankheitserreger verschleppen. Voraussetzung dafür ist natürlich, die Krankheitserreger müssen auch da sein. Das ist in einem normalen Privathaushalt nicht der Fall, wohl aber im Krankenhaus. Im Krankenhaus können etwa eitrige Verbände sein, die Schaben fressen davon und die können diese Krankheitserreger sowohl im Darm als auch in den Beinen und am Körper weiter verschleppen, sodass Schaben im Krankenhaus ein Hygienerisiko sind. Das heißt, eine Bekämpfung der Schaben im Krankenhaus hat nicht nur den Zweck, ekelerregende Bedingungen zu beseitigen, sondern ist tatsächlich ein hygienisches Problem. Schaben im Krankenhaus müssen aus hygienischen Gründen bekämpft werden. Im Privathaushalt sollte man wegen der Schaben als Krankheitserreger, Verschlepper nicht in Panik geraten. Es spielt hier keine Rolle. Im Privathaushalt spielt die Beseitigung der ekelerregenden Zustände die allererste Rolle. Da Schaben in Krankenhäusern mit hochinfektiösen Keimen in Berührung kommen können, ist die Bekämpfung Pflicht. Kontrolleure dürfen jederzeit die Räumlichkeiten prüfen. Dies gilt auch im Nahrungsmittelbereich. Es ist mit den Schaben offenbar so ähnlich wie mit den Geschlechtskrankheiten. Man gibt den Schaben den Namen des ungeliebten Nachbarvolkes. Und so heißen etwa die Schaben im Badischen Schwaben, ganz eigentümlich. Und im Schwäbischen heißen sie Russen. Mir ist nicht bekannt, was die Russen den Schwaben getan haben. Und im Bayerischen heißen sie, wen überrascht es, Preußen. Auch an Bord von Müllfahrzeugen gelangen Schaben in neue Umgebungen. Da Nahrung und Feuchtigkeit vorhanden sind, haben sich unsere Mülldeponien zu wahren Paradiesen für Schaben entwickelt. Unter optimalen Bedingungen findet man auf einem Quadratmeter 10.000 der kleinen Krabbler. Der Kammerjäger, der Helfer. Aber wer hat ihn schon gern in seinem Haus? Und war es erst Tuschelnachbarn, wenn, moderner gesagt, der Schädlingsbekämpfer über unsere Haustürschwelle tritt?
Wann brauche ich den Fachmann? Bei Käfern und Motten ist fremde Hilfe meist unnötig. Schwieriger dagegen wird es, wenn zum Beispiel Ratten oder Schaben im Haus sind. Das Problem beim Haushalt ist immer das, dass derjenige ja erkennen muss, um welchen Schädling es sich handelt. Und wenn er jetzt eine Mehlmotte verwechselt mit der Textilmotte, dann wird er falsche Bekämpfungsmaßnahmen durchführen. Das ist falsch. Sodass es also wichtig ist, den Schädling zunächst mal exakt zu identifizieren. Und das kann in der Regel nur ein Fachmann. Deswegen empfehlen wir auch, einen Fachmann hinzuzuziehen, zu Rat zu ziehen, damit der entscheidet, was im Einzelnen getan werden kann und muss. Ein Schädlingsbekämpfer inspiziert zunächst einmal die befallene Wohnung ganz genau. Stellt zuerst einmal fest, um welche Schädlinge es sich handelt, bevor er in seine Wunderkiste greift, die oft mit weniger giftigen, ja sogar mit völlig ungiftigen Mitteln auskommt. Manche Sprays aus dem Supermarkt sind dagegen giftiger. Generell gilt, auf die chemische Keule mit oder ohne Kammerjäger sollte möglichst verzichtet werden. Selbst die mit dem Namen Bio bezeichneten Schädlingsgifte sind für uns Menschen gefährlich. Der qualifizierte Schädlingsbekämpfer verzichtet auf diese im Handel erhältlichen Mittelchen, weil sie oftmals giftiger sind als die ihm zur Verfügung stehenden Präparate. Während man früher mit sehr harten Insektiziden arbeitete, den sogenannten chemischen Keulen, ist heute die Schädlingsbekämpfung etwas ganz anderes. Man hat mittlerweile Wirkstoffe gefunden, Verfahren gefunden, die ganz gezielt auf diesen einzelnen Organismus abgestimmt sind, sodass ein Schädlingsbekämpfer auch heute nicht mehr mit einer Gasmaske und dicken Handschuhen und Gummistiefeln kommen muss, sondern ein Schädlingsbekämpfer kommt heute in einem normalen Arbeitsanzug und behandelt die Schädlinge ohne große Gifteinsätze, nämlich mit nicht toxischen oder gering toxischen Möglichkeiten und Verfahren. Braucht man einen Schädlingsbekämpfer, so hilft das Gesundheitsamt, der Hausfrauenbund oder der Verband der deutschen Schädlingsbekämpfer. Hier erhält man Adressen eines qualifizierten Kammerjägers. Nur unter den gelben Seiten nachzuschlagen wäre zu einfach, denn um diesen Beruf auszuführen, braucht man lediglich einen Gewerbeschein. Und der sagt noch lange nichts aus über eine entsprechende Qualifikation. Ich muss versuchen, die Nahrung wegzubringen, wegzuräumen, dass ich keine Nahrungspartikel rumliegen habe. Was zum Beispiel für den Menschen ein Krümel ist, ist für die Schabe eine Wochenration. Ich muss versuchen, bauliche Mängel zu beheben, indem ich Rissen, Fugen abdichte, wo sich die Schädlinge eventuell verstecken können. Und ich muss versuchen, die Feuchtigkeit zu eliminieren, die ich im Haushalt habe, durch regelmäßiges Lüften zum Beispiel. Aber ich sollte auch darauf achten, dass ich keinesfalls Pappkartons aus dem Supermarkt mit nach Hause nehme, denn dort in diesen Kartons und Verpackungen halten sich Schädlinge versteckt und können so in den Haushalt kommen. Das sind die wichtigsten Maßnahmen, mit denen sich ein Haushalt schützen kann. Schaben im Schweinestall sind ein Problem, denn unsere nächsten Verwandten, die Schweine, reagieren überraschenderweise genauso wie wir, nämlich sie ekeln sich vor den Schaben. Die Schaben sind nachtaktiv, das heißt, die Schweine trampeln die ganze Nacht herum, schlafen nicht richtig und setzen demzufolge nicht an. Das heißt, Schaben im Schweinestall sind ein Wirtschaftsfaktor, weil die Schweine langsamer wachsen. Kaum zu glauben, aber wahr. Schweine ekeln sich vor Schaben. Sie fressen weniger, nehmen langsamer zu. Der Einbau moderner Klimaanlagen sorgte in vielen Stellen für ideale Lebensbedingungen für die Schaben. Zum Ekel für die Schweine und zum Leid für die Bauern. Ortswechsel. Wir sind in Karlsruhe im Vivarium.
Hannes Kirchhauser bereitet Fressen vor. Fressen für Schaben, die hier in Massen gezüchtet werden. Er züchtet hier die unterschiedlichsten tropischen Schaben. Und das hat seinen Grund. Wir züchten hier verschiedene tropische Schaben und der Hintergrund ist einfach, dass wir unterschiedliches Futter für unsere Reptilien und Amphibien anbieten wollen. Das bedeutet, wir füttern Grillen, Heuschrecken, Mehlwürmer und eben auch Schaben zur Bereicherung der Futterpalette an unsere Tiere hier. Die eine Schabe, die wir hier züchten, wäre die argentinische Waldschabe. Die hat sehr kleine Jungtiere zum Beispiel, da können wir dann auch kleine Frösche damit füttern. Die größeren Tiere, die wir hier züchten, sind die Totenkopfschaben, die Blaberus granifer. Die kann man dann auch großen Kröten zum Beispiel anbieten, dass die einen richtigen Happen haben. Die Schaben haben den großen Vorteil, man kann sie sehr dicht sitzen haben in der Zucht. Man kann sehr große Zuchten aufbauen mit wenig Platzbedarf und sie sind relativ leicht zu züchten. Zur Anreicherung des Speiseplans werden all diese Schaben gezüchtet. Das ist ein Grund. Der andere ist ein wirtschaftlicher. Müsste man Lebendfutter für all die vielen Reptilien und Amphibien, die hier im Vivarium zu bestaunen sind, ankaufen, so müsste man auch tief in den Geldbeutel langen. Mit solch einer Eigenzucht werden die Kosten schlichtweg im Rahmen gehalten. Schaben tragen hier also auch zur Kostenreduzierung bei und werden als Delikatesse verschlungen. Schaben werden vor der Verfütterung bestäubt mit Vitaminen und Mineralien, dass sie einen guten Nährwert bekommen. Nebenbei bemerkt ist es so, dass diese Schaben also nicht so viel Krankheitserreger in sich tragen wie die berühmten freilaufenden Küchenschaben zum Beispiel. Also sie werden bei uns steril gezüchtet. Das bedeutet, dass wir keine Probleme haben mit Krankheitserregern, wie man sich das vielleicht bei Schaben vorstellen könnte. Es gibt aber durchaus auch andere Tiergruppen, die sich gierig auf Insekten stürzen. Ein ganz typisches Tier wäre zum Beispiel der Schützenfisch, der ja in der Natur auch Insekten abschießt von einem Blatt oder von einem Ast. Und unsere Schützenfische in diesem Paludarium, die fressen auch ganz gern Schaben. Auch wenn wir Schaben, hier die amerikanische, mit mangelnder Hygiene in Verbindung bringen, sind die Tiere äußerst reinlich. Sie stecken viel Zeit in ihre Körperpflege. Wobei die Kleinen nicht weniger pedantisch zur Sache gehen als die Erwachsenen. Ausgiebiges Putzen ist für die Tiere überlebensnotwendig. Sie befreien sich von Schmutz und bedrohlichen Keimen und halten ihre sensiblen Sinnesorgane funktionsfähig.
Allein an den Antennen sitzen fast 10.000 Sinneszellen zum Tasten, Schmecken und Riechen. Und selbst am Hinterleib befinden sich sensible Organe. Kleine Härchen nehmen Schallwellen wahr und veränderten Luftdruck. Die Schabe benötigt nur eine 500stel Sekunde, um ein Gefahrensignal in eine Fluchtbewegung umzusetzen. Fehlende Nahrung stellt für Schaben kein Problem dar. Einen Monat können sie hungern, allerdings nur, wenn sie genügend Flüssigkeit finden. Die amerikanischen Schaben sind temperaturempfindlicher als ihre kleineren Verwandten. Dennoch tummeln sie sich inzwischen auch unter deutschen Städten in der Kanalisation. Ausgewachsen misst die Periplaneta americana 4 cm. Zählt man die Fühler dazu, das Doppelte. Kurz nach der Häutung recyceln die hellen noch weißen Larven ihre alten Panzer. Mit ihren Mundwerkzeugen raspeln sie den Chitinmantel ab, kleine Zähnchen im Kaumagen zerlegen das harte, widerstandsfähige Material weiter. Die Insekten nutzen Rohstoffe der alten Hülle zum Aufbau der neuen. Vor der Häutung musste die Schabe viel trinken, den Innendruck erhöhen, um den Panzer zu sprengen. Deshalb geben frisch gehäutete Exemplare das Überflüssige wieder ab. Manchmal ist es gar nicht so einfach, den alten Anzug loszuwerden. Über 4 Stunden braucht sie dazu. Diese Häutung ist die letzte gewesen. Erst jetzt hat die Schabe Flügel. Erst jetzt ist sie erwachsen und geschlechtsreif. Nicht nur der Vermehrungsfreudigkeit verdanken es die Schaben, dass sie seit vielen Millionen Jahren ihren Platz auf der Erde behaupten konnten, sondern auch ihrer Genügsamkeit. Sie brauchen lediglich Wärme, Feuchtigkeit und enge, kaum durchlüftete Verstecke. In Notzeiten schaben die Allesfresser Kleister von der Tapete, Fußschweiß aus den Turnschuhen und Leim von den Briefmarken. Bis hin zum Dreck im Teppichboden fressen sie alles, was sie zwischen die Mandibeln bekommen. Ihre Anpassungsfähigkeit hat sie zum erfolgreichsten Insekt der Erde gemacht. Auch wenn wir noch so viel putzen, wir müssen uns auf ein Leben mit der Schabe einstellen. Also ich habe Küchenmotten. Also kleine Mücken und so, ja, ja. Meine Mutter hat mal Lebensmittelfliegen gehabt, aber ich habe keine gehabt. Und was hat da die Mutter gemacht dagegen? Auch einfach nur die Schränke ausgeräumt und sie dann vernichtet und die Maden halt dann tot gemacht. Ratten gibt es auch, vierbeinige und zweibeinige Ratten.
totschlagen. Man muss sie erwischt totschlagen. So kleine Käfer. Keine Ahnung. Ja, da gibt es doch erstmal die Sprays, die man benutzen würde. Da gibt es das Spray, das kann man sprühen, dann werden die tot. In der Küche nichts Chemisches. Ich denke, die mit Abstand häufigsten Hausschädlinge, die wir im Privatbereich haben werden, sind Lebensmittelschädlinge. Und hier steht nach meiner Erfahrung an allererster Stelle die sogenannte kupferrote Dörbsmotte. Das ist ein Schmetterling und dieser Schmetterling sitzt typischerweise in Süßwaren, in Müslis, in nusshaltigen Süßigkeiten und dergleichen mehr. Die berühmten Würmer in der Schokolade, das sind stets Raupen von dieser Dörbsmotte. Bei Lebensmittelschädlingen ist die Situation ganz einfach. Man muss die Befallsquelle ermitteln. Das heißt, es nützt überhaupt nichts, hinter einem herumfliegenden Schmetterling mit dem naschen Waschlappen herzurennen oder gar zu sprayen, sondern man muss die Befallsquelle ermitteln. Die Befallsquelle ist da, wo die Larven sind. In diesem Fall sind sie Raupen. Man kann die Befallsquelle auch an den Stoffwechselprodukten sehen. Raupen bilden Spinnfäden, Raupen produzieren Kotkrümel und überall da, wo es etwas sichtbar ist, da haben wir eine Befallsquelle. Und diese Lebensmittel werden entweder verworfen oder für robuste Leute, man kann sie auf 70 Grad erhitzen, sonst sind die tot, oder aber man verfüttert es den Hühnern. Teteninhalte und offenstehende Reste locken Haushaltsschädlinge an. Daher Vorräte regelmäßig kontrollieren und alle Lebensmittel in verschließbaren Behältern lagern. Neue Ware sollte auf eventuellen Befall kontrolliert werden. Oft kann man bereits Fraßschäden feststellen. Insekten brauchen wie Menschen Nährstoffe, Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette, Mineralstoffe und Vitamine. Und Vorratsschädlinge gehen nun mal, wie der Name schon sagt, an unsere Vorräte. Speisebohnenkäfer sind Käfer, die in den Bohnen selbst leben, also nicht in der Schote, sondern innen drin in Bohnen. Diese Speisebohnenkäfer betrachtet man auch sehr unterschiedlich. Heutzutage ekelt man sich, aber im Zweiten Weltkrieg gab es zum Beispiel Feldküchen, die waren wegen ihres leckeren Bohneneintopfs berühmt. Und diesen Bohneneintopf schwammen so leckere Specklößchen drin rum. Das war nichts anderes als die aufgekochten Larven des Speisebohnenkäfers, haben also das Lebensmittel deutlich angereichert. Biotonnen sind im Sommer ganz sicher ein Problem. Einfach deswegen, Biotonnen werden befallen in allererster Linie von Schmeißfliegen. Sobald tierische Abfälle in die Biotonne kommen, kann man mit dem Zugang von Schmeißfliegen rechnen. Und die Schmeißfliegen nun haben im Gegensatz zu den üblichen Lebensmittelschädlingen, die eine Entwicklungszeit von 2 bis 3 Monaten haben, haben Schmeißfliegen eine Entwicklungszeit von nur 1 bis 2 Wochen. Das heißt, wenn bei solchen Temperaturen wie jetzt die Biotonne nur alle 2 Wochen geleert wird, dann kann man damit rechnen, dass die Schmeißfliegenlarven in Massen in den Biotonnen vorkommen. Vor denen habe ich Angst. Warum haben Sie vor denen Angst? Ja, weil die so brummen und weil sie so groß sind, weil man Angst hat, sie stechen. Sieben Hornisse stichen und dann sind sie tot. Ne? Ich habe als Kind erlebt, wie die Feuerwehr in Hornissennest alles gebrannt hat. Also da kann ich das nur nicht genau sagen. Ich denke mal, dass sie gefährlich sind. Hornissen sind bei weitem nicht so schlimm wie ihr Ruf. Dieser berühmte Satz, 3 Stiche töten einen Menschen und 7 ein Pferd, ist eine so, gehört ebenfalls in die Rubrik Grimms Märchen. Der Hornissenstich ist sicherlich nicht schlimmer als ein Wespenstich, eher harmloser. Und vor allem ganz wichtig, Hornissen sind nicht aggressiv. Dadurch unterscheiden sich besonders von Wespen. Das heißt, in diesem Falle, entweder lebt man mit den Hornissen oder man muss einen Spezialisten kommen lassen, der dieses Hornissennest beseitigt. Man soll aber wissen, Hornissen stehen unter Naturschutz, weil sie bei uns leider bereits sehr selten geworden sind. Ja, also, hier fliegen sie rein. Jetzt sind wir die Möglichkeit, entweder versuchen, dass wir sie umsiedeln können. Müssen wir allerdings erst wissen, wo das Nest sitzt. Also ich würde sagen, wir schrauben hinten mal ein paar Bretter weg und schauen ganz einfach, ob wir ans Nest reinkommen. Das ist Robert Rippberger.
beim Umsiedeln eines Hornissenvolkes. Da haben wir sie schon. Ein bisschen aufpassen jetzt. Das war also Volltreffer. Robert Rippberger ist Hornissenspezialist. Seit seiner Kindheit haben ihn diese Insekten schon immer fasziniert. Nur wenn es unbedingt sein muss, siedelt er ein Hornissenvolk um. Sie, wie früher üblich, auszuräuchern oder gar zu verbrennen, ist heute verboten. Robert Rippberger ist einer der wenigen, der die Lizenz des Regierungspräsidiums und das notwendige Fachwissen für eine Hornissenumsiedlung hat. Ah, da wäre sogar die Königin jetzt vorne. Ohne die Königin, vor allem im frühen Neststadium, geht nichts mehr. Also nur die Königin ist ja in der Lage, Eier zu legen, durch dieses Eierlegen für weiblichen Nachwuchs zu sorgen und letztendlich auch wieder Jungköniginnen hervorzubringen. Nämlich dann erst, wenn die Jungköniginnen wieder geschlüpft sind, dann erst ist praktisch der Lebenskreislauf geschlossen. Und erst dann ist die Aufgabe für diese Königin letztendlich erfüllt. Und wenn die Königin im frühen Stadium von ihrem Nest getrennt wird, dann ist praktisch dieser Hornissenstaat zum Untergang verurteilt. Und zu der Sack. Also ich fange die Tiere ab. Trenne dann den Wabenbau von seiner Unterlage ab, klebe den mit Heißkleber in einen Nistkasten rein, setze die Hornissen wieder zu, also setze ihren Wabenbau wieder zu, bringe dann das Ganze in ausgesuchten neuen Lebensraum, wo ich die Hornissen dann wieder freilasse, das heißt das Flugloch des Nistkastens wieder freigebe. Die Hornissen können sich dann frei bewegen, sie orientieren sich dann auf diesen neuen Platz, der im Übrigen mindestens 3 Kilometer dann vom alten Platz entfernt sein muss, sonst würden die Hornissen postwendend eben zurückfliegen. Es gibt dann sehr viele vernünftige Leute, die ich also bereits am Telefon mehr oder weniger mit Informationen versorgen kann, beruhigen kann. In den Fällen ist natürlich keine Umsiedlung notwendig. Wird es etwas kritischer von der Hinterfragung her, dann fahre ich hin, schaue mir die Sache vor Ort an. Und dann entscheide ich eben nach bestem Wissen und Gewissen, ob es notwendig ist, dass umgesiedelt wird. Ich mache selbstverständlich keine Umsiedlung nur, um den Leuten Gefallen zu tun, die unbedingt ihre Hornissen loshaben wollen, sondern es wird wirklich nur dann gemacht, wenn es objektiv notwendig ist. Milben. Sie sind winzige Spinnentiere. Milben kommen bei uns relativ im Vergleich zu den anderen Lebensmittelschädlingen seltener vor. Wenn Milben auftreten, wenn Vorratsmilben auftreten, ist es immer ein Zeichen dafür, es ist zu feucht. Milben brauchen mindestens 70% Luftfeuchtigkeit. Und wenn Milben in Vorräten auftauchen, sind diese meistens verpilzt oder sind zu feucht oder die Raumbedingungen sind zu feucht. Dann treten Vorratsmilben auf und dann immer gleich in großen Mengen. Und die Gefahr, dass einer ein stark vermilbtes Lebensmittel zu sich nimmt, ich glaube, diese Gefahr ist in unserer Gesellschaft nicht mehr gegeben. Wenn Allergien gegen Milben vorliegen, wird man zunächst einmal die Allergie bekämpfen müssen mit entsprechend allergiedämpfenden Mitteln. Aber natürlich muss das Haus saniert werden. Das heißt natürlich, die Vorräte müssen in jedem Fall auf Milbenbefall inspiziert werden. Und beim Befall mit Hausstaubmilben wird man alle die Stellen, wo die Milben sich aufhalten können, das ist im größeren Rahmen um das Bett herum, da fressen sie nämlich die Schuppen des Menschen, da entwickeln sich Pilze und diese Mischung aus Pilzen und Milbenausscheidungen führen zur Allergie. Das muss unterbunden werden. Das heißt, alle die Stellen, wo die Milben sich aufhalten können, müssen möglichst glattflächig gestaltet werden, sodass man hier mit einem Staubsauger intensiv saugen kann. Schädlinge können überall ihre Spuren hinterlassen. Küchenhygiene ist ganz allgemein wichtig. Regelmäßiges Saubermachen empfehlenswert. Auch die Ecken in einer Küche, die man gerne mal vergisst, sollten des Öfteren einer gründlichen Reinigung unterzogen werden. In Regalen sollte man auf Einlegpapier verzichten. Sie bieten den Schädlingen ein gutes Versteck,
in dem sie ihre Eier ablegen können. Die Lebensmittelschädlinge lösen bei vielen Leuten einen extremen Ekel auf. Und man kann sicher sein, wenn jemand in eine würmerhaltige Schokolade gebissen hat, der wird sofort Brechreiz bekommen. Es ist nur Ekel. Diese Lebensmittelschädlinge sind nicht gesundheitsgefährlich. Man kann sogar sagen, dass das relativ wertlose Kohlenhydrat in wertvolles Fett und Protein umgewandelt worden ist. Und es gibt ja auch durchaus Kulturen, wo solche Larven von Insekten eine Delikatesse sind. Man sieht es hier bei uns anders. Trotzdem, Lebensmittelschädlinge im Haushalt sind nicht gesundheitsgefährlich. Wenn Sie sich als Käfer, Larven, Puppen, Raupen oder als Schmetterlinge in unseren Lebensmitteln tummeln, einzeln oder in Scharen, dann löst diese unerwünschte Tatsache bei manch sonst so ruhigem Gemüt schlichtweg Ekel aus. Aber als Tiere an sich sind all diese heimlichen Krabbeltiere faszinierend. Seien es Käfer, Milben oder Kakerlaken.